Hallo? Hallo? Ja, ich höre Sie. Freund hat mich an Sie verwiesen. Und ich weiß auch gar nicht, wie das ich. Wissen Sie, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und keiner kann mir helfen. Ich, muss morgen wieder in die Schule. Und naja, das Problem ist, ich spiele Online-Spiele. Und ich habe da was Teures verloren. Und das gehört nicht mir. Das Problem ist, wenn ich da jetzt morgen in die Schule gehe, den kriege ich bestimmt wieder vom Peter in. Weiß nicht, kann ich das so sagen? So voll in die Fresse? Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich traue mich echt nicht in die Schule. Was haben Sie denn jetzt genau gemacht? Ja, ich habe eine VSS verloren. Was ist das? Können Sie mir das erklären? Das ist ein teures Gewehr. Und ich meine, ich habe da, also der wird bestimmt richtig sauer sein. Ich habe keine, die ich ihm wiedergeben kann. Oh ja. Wissen Sie? Und es ist wirklich teuer. Das ist richtig teuer. Welche Werte Die geht das denn? VSS ist richtig teuer. Ja, die ist so ein Premium-Ding, wissen Sie, die kostet bestimmt 140 Euro. Ja. Und ja, aber ich weiß nicht, Von ihrem. das ist schon gewalttätiger, wissen Sie. Ja. So, wenn ich das meiner Mutter erzähle, die sagt, du musst trotzdem in die Schule. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja. Ich denke mal und ehrlich mit ihm sprechen. Hingehen, zugehen Ich und. soll zu dem hingehen. Das kann ich nicht. Warum nicht? Der haut mich sofort. Und der ist viel größer als ich. Ja. Also richtig viel größer. Ein Freund? Weiß nicht, ich spiele viel Online-Spiele, wissen Sie? Ja, ich meine jetzt, dass Also Sie ich habe ihn. im Internet habe ich ganz viele Freunde, aber in der Schule, da bin ich eher so der kleine Doofe, so immer. Das heißt also, dass Sie da nicht zu zweit oder zu dritt dann auch zu ihm hingehen können. Nee. Also, ich kenne die Sabrina. Die ist nett, aber die mag auch keiner. Ja. Ich werde auch immer gemobbt und ab und zu spucken die mich auch an und so. Und ich weiß nicht, jetzt, wenn der Peter das mitkriegt, dass sie weg ist, dann spucken die mich nicht nur noch an. Ich persönlich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man die Dinge so benennt, wie sie sind. Das heißt also, hingeht und sagt, okay, das und das ist mir passiert. Ich ersetze dir das Aber es ist ja so teuer. und ich bezahle das von meinem Taschengeld ab. Ich krieg gar keins. Meine Mama hat Hartz IV und ich krieg gar kein Taschengeld. Da werde ich auch immer für ausgelacht. Auch für meine Hosen und so. Ich muss immer die von meinem älteren Bruder anziehen. Wie alt sind Ich bin 14. Ich gehe in die 7. Klasse. jetzt denn? Können Sie nicht shoppen gehen? Weiß ich nicht. Das können Sie doch Zeitung austragen, irgendwo im Supermarkt helfen. Nee, bei uns, der Björn, der geht auch in meine Klasse, der trägt schon bei uns im Dorf Zeitung aus. Also irgendwo rumfragen bei irgendwelchen Betrieben, ob sie da helfen können, ob sie da ein bisschen arbeiten können. Ja, aber ich wohne in Siebeneichen, wissen Sie, und ich kann ab und zu mal bei meinem Opa was machen, aber da kriege ich nur Süßigkeiten, kein Geld, also ich kann da nichts machen. Ja, und jetzt wird auch nicht mehr die Fahrkarte bezahlt von der Schule, ne, seit ein paar Jahren. Und jetzt muss da meine Mama mir mal schon gegeben, dass sie kriegt überhaupt gar kein Taschengeld. Ne. Ich kann mich mal freuen, wenn ich ab und zu ein bisschen hier Eis mal irgendwo eins kriege oder so. Ja, ich war auch schon Jahre nicht mehr im Kino. Ich meine, ich habe richtig Angst morgen vor der Schule. Ich mag da nicht mehr hingehen, wissen Sie. Und ich habe den Lehrern das auch gesagt, so, und denen ist es egal. Die machen auch nichts, die machen gar nichts. Klassenlehrer. Ja, der Petersen. Können Sie zum Klassenlehrer gehen und ihm das sagen, was Sie mir jetzt gesagt haben, und bitten, dass er mit Ihnen zusammen mit dem Jungen spricht? Aber der kriegt doch noch mehr Ärger mit dem. Na, der Schule ist der Lehrer auch nicht mehr da. Nee, aber dass er dann mit Ihnen spricht und dass Sie eine Lösung finden. Dass ihr alle zusammen
eine Lösung findet, wie das Ganze. Ja, das hat der Lehrer auch schon gesagt und der Peter ist egal. Und wenn ich nach der Schule rausgehe, der haut mir trotzdem welche. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, aber da muss ihn der Lehrer dann darauf hinweisen, dass das nicht geht. Aber wieso? Ja, aber das ist ihm auch egal. Glaube ich nicht, dass es dem Der Lehrer hat ganz egal viele ist. Freunde und ich bin so der Außenseiter, ja, der angespuckt wird. Dem sagt doch auch keiner was. Wenn ich da was sagte, der sagt niemand irgendwie mal, ja, hier, der Manuel, der haben sie ganz böse zugespielt oder so. Da macht keiner was. Die finden das alle lustig. Und deswegen, ich würde auch am liebsten auf eine andere Schule, wir haben hier keine. Wissen Sie? Also ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wo lebt Ihr Vater? Gibt es den noch? Nee. Der ist schon tot, seitdem ich 12 bin. Ja, aber den habe ich auch gar nicht gekannt, so richtig. Und mit Ihrem Opa, können Sie mit Ihrem Opa sprechen? Ja. Dass Sie da mit ihm drüber reden? Ja, bestimmt, aber mein Opa, wissen Sie, der ist ja. Also meine Mama hat gesagt, ich soll nicht zu meinem Opa damit gehen, weil der geht dahin und haut die tot. Der haut ihn nicht tot. Ja, also mein Opa, der ist bei der Armee gewesen Ja. und der hat schon Schlimmeres gemacht, hat meine Mama gesagt. Ja. Okay. Also dann wird das ja vielleicht so sein, dass Ihr Opa Ihnen zumindest ein bisschen helfen kann. Dass Ihr Opa mit in die Schule kommt und zusammen mit Ihnen und mit dir und mit dem Jungen vernünftig spricht. Meinen Sie? Ja, ich würde den Opa morgen früh um 7:30 anrufen. Gleich morgens, aber der steht eigentlich. Ja, okay. Würde ich machen, ne? Gut. Das scheint mir eine Hilfe zu sein. Ja, ich hoffe auch, wenn die mich wieder anspucken und so, das ist auch richtig widerlich. Ja. Also zu meinem Opa. Und dann soll ich mit meinem Opa in die Schule gehen, ja? Und dann soll ich mit dem Herrn Petersen soll ich und meinem Opa sprechen. Genau. Dass die mich in Ruhe lassen. Und das funktioniert, ja? Funktioniert. Sind Sie sich auch sicher, ja? Ziemlich. Weil ich habe da richtig Angst morgen vor die Schule. Vor der Schule meine ich. Opa wird aufpassen, dass nichts passiert. Okay. Ja? Okay. Und jetzt schnell ins Bett und schlafen. Ja, aber ich muss noch ein bisschen spielen. Ja. Also, alles klar. Okay. Ja, dann danke. Morgen. Tschüss. Tschüss.